zwei neue, stärkere Waffen im Kampf ein bisschen mehr Punkten. Sieht immer nicht so alt aus im Kampf. Mitternacht beim Schreien. Schau mal hier drüben. Sind nur mal meditieren. Meditieren bis Mitternacht. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Ach du Schande. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten. Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Das ist immer der Charmeur. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Hm. Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Okay. Ich will dir danken. Seltsame Dialoge. Das täte doch jeder. Nein. Nicht jeder. Hör auf! Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Der Romantiker. Geralt, der alte Romantiker. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Na dann, fröhlich fester Spielchen. Novigrad, Hafenviertel. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein! Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr.
In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Ihr reißt ihr nicht die Zunge raus. Was hindert uns dran? Dies. Och nö. Jetzt müssen wir kämpfen, oder was? Alter Schwede, nein. Wir hatten so einen guten Plan. Das kann auch noch schief gehen. Geralt zieht die Waffe nicht. Zieh die Waffe, Geralt. Leute mit Waffe ohne Waffe besiegen. Ich gehe hier drauf. Verdammt. Wir haben schon eine ganze Horde. Gekriegt. Jetzt dürfen wir hier doch nicht sterben. Zurück. Warum greift er mit seinen Schwertern nicht an? Geralt, was ist los mit dir? Versuchen wir uns einen Faustkampf. Erbärmlich bist du gerade irgendwie. Ich versuche mein Bestes, aber meine Fresse. Da bin ich mir sicher. Wie soll denn das funktionieren? Wir kassieren nur und... Ah, endlich mal die Waffe rausgeholt. Dann wurde auch Zeit. Hattest du mal Bock zu kämpfen? Kurze Pause. Im Innenhof geht's weiter. Einmal looten. Ja, da kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht so leicht zum Markgrafen, weil hier seine Leute umgebracht haben. Schwerter verkaufe ich draußen auf dem Markt. Kann sich der Markgraf draußen auf dem Markt wiederholen. Feuer wird Asche aus dir machen. Dann kämpfen wir uns halt durch. Okay, diese Art von Eindringen wollte ich eigentlich nicht. Ich muss dir unbedingt was sagen. Schätze, meditieren können wir gerade nicht. Schön mal plündern. Während die Wachen noch umstehen. Das soll ich nicht kommen sehen. Meditation, das ist nötig. Okay, die warten einfach auf uns. Okay. Schöne Runen an der Waffe.
verdammt, nicht alle auf einmal. Und damit ist hier. Nicht Triss töten. Ich bin der Name, das war also ein Hauptmann. Okay. Wir müssen auch mal looten. Der hat bestimmt was bei sich gehabt. Artglyphe. Hexenjägerschwert. Wir verteilen hier ein paar Leichen. Ein Folterer. Komm her. Menge. Level 10 ist er. Okay, jetzt haben wir Menge getötet. Das war unsere Zielperson wahrscheinlich. Ja gut. Könnten wir mit dem nicht reden? Töte die Hexenjäger. Haben wir hier noch welche übrig? Gibt es hier noch welche? Ich sehe hier gerade noch keinen. Der Tod. Ich schau mich mal um. Ich sag, da geben auch nicht viel her. Hier ist noch was. Ein bisschen Zwergenschnaps und Draht. Und leere Flaschen. Draußen wird schon Tag. Tja, Triss. Nun? Irgendwo noch Hexenjäger hier. Ich sehe hier keine mehr. Einmal meditieren. Tja, sind wir zu Hause. Noch irgendjemand, irgendwo einer der eine einzelne Person, die irgendwo eine Wand rumwackt oder so. Ach so, hier sehe ich einen roten Punkt. Das steht noch irgendwo an der Wand. Ah, hier. Ein einsamer Hexenjäger. Jetzt haben wir ordentlich Waffen zu verkaufen. Dann hoffe ich, dass wenigstens Triss das gut findet. Ich meine. Ja, Triss war das. Folge Triss. Dass wir sie gerettet haben. Das müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Ich muss sagen, Lug und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Erst kämpfen, dann fragen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Das Büro durchsuchen. Gut. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Die Leiche habe ich auch schon durchsucht. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Eine Puppe. Brief an Caleb Menger.
Mengers heiliger Fulgurant. Dies Brief auf Mengers Tisch. Machen wir. Kaleb, ich habe neue Anweisungen zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege den heiligen Folianten in den Kasten in der Säule des Altars des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemand, wohin du gehst und komm alleine. Verbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Jamulak. Den müssen wir mal treffen. Eigentum von Kaleb Menge, möge das Feuer meiner Gedanken reinigen. Möge es mein Herz abhärten, möge alles Böse in Rauch aufgehen, vergehen. Möge sich alles Gute erheben und beim Feuer Wärme finden. Möge die Guten die Motten zum Feuer fliegen. Möge die Bösen wie Tiere aus dem brennenden Wald fliehen. Ah, hier der Brief von Ciri. Ne, von an Ciri. Ciri, wenn du diese Worte liest, hast du mein Rätsel gelöst. Das Rätsel, was wir bei Fürst 2 geschafft haben, um den Brief zu lesen. Wozu ich dir von Herzen gratuliere. Und es bedeutet auch, dass du noch auf freiem Fuß und noch immer in Novigrad bist. Was mir große Sorgen bereitet. Ich weiß nicht, was du auf der Tempelinsel getan hast, aber Menge ist außer sich vor Zorn und wird erst wieder Ruhe geben, wenn er dich geschnappt, bei lebendigem Leib gehäutet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und da er nun seine scheinheiligen Hände an die Kastras Schatz hat, kann er genügend Männer anhören, um jedes Haus der Stadt dreimal auf links zu drehen. Ich bin ein Doppler und kann mich daher verstecken. Aber du musst fliehen, solange du noch kannst. Dein Dudu. PS, denke nicht mal daran, Rittersporn aus Menges Fing befreien zu wollen. Es ist unmöglich, aber so wie ich deinen Freund kenne, wird er sich schon irgendwie da rausfinden. Zumindest hoffe ich das. Das heißt, wir finden hier auch den Schatz. Was gefunden? Nur sein Büro ist in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Schlüssel zu einem Gewölbe, ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen, aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Na dann, auf geht's. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Finde einen Weg aus dem Außenposten der Hexenjäger heraus. Und das tun wir nach einer kleinen Pause. Eine kurze Streampause mache ich hier. Bevor wir weitergehen. Hier noch irgendwas? Die Tür, da brauchen wir einen Schlüssel für. So, kriegen wir einen Schlüssel für die Tür hier oder machen wir sie einfach auf?
Tür abgeschlossen, wir machen es einfach auf. Jetzt scheiß drauf, dass sie verschlossen ist. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Viel Spaß. Hör mal, wir wollen was gemeinsam. Da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Liebend gerne. Ich würde gerade noch mit dir reden, aber es wird wahrscheinlich nichts mehr. Mal ein bisschen was mitnehmen, was unterwegs. Irgendwo rumliegt. Mach nicht zu viel Feuer, ich brauche noch einen Weg nach draußen. Das müsste reichen. Ich gehe. Das solltest du auch. Mhm, aber nicht per Teleport. Bis bald, Riss. Na, sehr toll. Wie komme ich jetzt hier raus? Übers Dach. Da war auch eine Treppe. Okay. Okay, hier können wir mit dem Arztzeichen. Oh nein. Herr Reuven will dich sprechen. Das war ja klar. Ungeduldiger alter Bastard. Nichts. Gehen wir. Okay, kein Hinterhalt. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss keinen Schlüssel finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Erspar's mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexe. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Ja. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Yamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaub mir.
Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. Mhm. Erfahrungspunkt 100. 90 Kronen. Hurra. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemanden. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Ich hab... Westcrank. Visa Westcrank. Ich hab mich gerade gefragt... Wo verstaut Geralt, der doch im Inventar hat, der 5 Schwerter, manchmal sogar 10 oder 15 Schwerter und Streitkolben und Äxte und so weiter, aber wo? Also, das, wir sehen hier 2 Schwerter, die er auf dem Rücken trägt, die ungefähr die Größe haben und alle anderen Schwerter haben auch ungefähr diese Größe. Wo zum Henker verstaut Geralt die im Inventar tragenden Schwerter und Äxte und Streitkolben? Trägt dann seine Unterhose wahrscheinlich. Seine Unterhose ist groß. Neues von Philippa Eilhardt gehört? Er trägt extra large. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Hexamagie. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Na dann, viel Spaß. Ich muss aufbrechen. Hab auch noch was zu tun. Bis bald. Sie haben meine Schwester getötet, diese Schweine. Sam Kinney getötet. Die Schweine. Zu wichtige Person. Und können mit der Gnome nicht reden. Setzt den Hexus hinein, um den toten Briefkasten zu finden. Platziere dort den heiligen Folianten, um anzuzeigen, dass du den Spion helfen treffen willst. Rette mich, ich sterbe. Gerade nicht. Mhm, Wolfsmaske. Irgendwo muss es hier noch einen Maskenball geben, auf den wir gehen werden. Bomben haben wir immer noch nicht gefunden, wo wir die kriegen werden. Die hatten wir gerade schon Kontakt mit Bomben. Vielleicht lernen wir es irgendwann. Fluren und Ohren. Okay, hier haben wir die Schwerter, die ja durch Magie in seinem Inventar war. Steckt. Was wollte ich eigentlich gerade hier? Gehen wir zur nächsten Quest. Das wollte ich mal machen. Kräuterfrau. Und hier ist der Kräuterhändler, bei dem wollen wir, glaube ich, schon mal. Wir latschen hier einfach mal durch. Ein Durchgangshaus. In der Stadt sind wir wirklich schneller ohne Pferd. Almosen für die Armen. Gerade nicht. So wie
Oh, hier gibt's eine Quest. Ah, hier kriecht ein Hexer rum. Seht, nein, gerade nicht. Thank you.